Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir den Burger, der dein Leben verändern wird. Ich habe da ein Video von Fitness-Oscar gesehen und der hat ein Video gesehen von jemand anderem, der diesen Burger gemacht hat. Und deswegen machen wir jetzt auch diesen Burger, weil der Burger sah echt geil aus. Wir machen den ganzen aber mit einem veganen Patty. Viel Spaß beim heutigen Video. So, eigentlich ist der Burger super easy gemacht, weil wir haben nicht viele Zutaten. Einfach pur Burger, es gibt keinen Salat oder sowas. Ich habe nicht alle Zutaten so exakt bekommen wie Fitness-Oscar, aber grundsätzlich glaube ich schon. Wir haben hier diese Burger-Käsescheiben, Schmelzkäse, Brioche-Brötchen, die habe ich bei Aldi endlich mal gefunden und deswegen kam überhaupt die Burger-Idee, weil Brioche-Brötchen einfach die geilsten sind. Salz, Pfeffer, Mayo, Ketchup, Chili-Soße, die Soße, die niemand richtig aussprechen kann. Worcester-Soße? Keine Ahnung. Worcester-Soße und Senf, Salz, Pfeffer und yes. Wir nehmen den Next-Level-Burger von Lidl. Ich weiß, viele mögen den nicht so gerne. Wir feiern den aber extrem und es gibt zwei Patties, so ein Double Cheeseburger wird sozusagen. Wir machen aus einem zwei. Und ein paar Beilagen gibt es auch noch, weil ich war heute einkaufen und meine Frau verbietet mir immer viel Fastfood zu essen und deswegen habe ich heute voll zugeschlagen. Seid mit dabei, ich bereite jetzt so langsam alles vor. Also was wir als erstes machen, ist die Burger Patties vorbereiten, weil wir haben ja hier jeweils nur zwei drin, aber was ich letztes Mal gemerkt habe, die sind eh viel zu fett und deswegen mache ich das so, dass ich die praktisch einmal durchteile, so, und die sind ja so ein bisschen wie Hack so in die Richtung, ne? Und was wir da machen, ist die so ein bisschen wie so Burger Patties sogar formen. Richtig krasser Tipp. Und das geht ja mega geil, weil sonst hast du so einen fetten runden Klops. Genau. Und die sind einfach auch ein bisschen schneller durch. Mhm. Wir brauchen auf jeden Fall gleich noch einen zweiten Teller. Yes. Ich würze die jetzt an sich gar nicht, weil die sind schon von der Würze her, finde ich, super intensiv. Und ich glaube, also ich kenne den Burger ja nicht, aber ich glaube, durch die ganzen Zutaten und die Soße, die niemand aussprechen kann, sind die Burger schon krass aromatisch, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß es natürlich nicht zu 100%, aber ich denke schon. Okay, ich mache die ersten Patties fertig und ich melde mich dann gleich bei euch. Okay, als Beilage habe ich ja gesagt, ich habe ein bisschen übertrieben, ne? Weil ich ein bisschen auf Fastfood-Entzug war irgendwie. Aber ich muss sagen, das alles zusammen war ungefähr 20 Euro, glaube ich. Und die Soßen kann man ja mehrfach verwenden. Das bedeutet, das ist alles auf jeden Fall viel günstiger als eine Runde Meckes. Ich zeige euch jetzt die Beilagen. Die werden auch super schön. Und zwar gibt es Steakhouse Fries, extra crunchy. Ich glaube, die Frau glaubt, ich kann das gar nicht alles essen heute. Aber wehe, ich bin nicht satt am Ende. Sicherheitshalber, noch ein paar. Und die einen, die restlichen kann man irgendwann mal zum Frühstück essen. So, die packen wir gleich zurück ein. So, dann haben wir, nicht alles verraten, Frischkäse-Jalapenos. Die feiere ich auch ziemlich, so als kleinen Snack zwischendurch, dass die krass schmecken sollen. Magst du überhaupt Zwiebelringe? Stimmt, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal welche gegessen habe. Reicht. Was ist denn eigentlich, passt das so, dass die so übereinander liegen? Ja, es wird schon funktionieren. Den Backofen einfach ein bisschen heißer gemacht. Also ich finde, das ist ein bisschen sehr viel. Für jeden zwei Burger plus dieses ganze Blech.
Ich glaube, dass nicht so viel ist. Ich glaube, dass das easy peasy wird. Wir brauchen allerdings, glaube ich, eine zweite Pfanne. Wie wichtig ist das, einen Ofen vorzuheizen? Ich mache das, ehrlich gesagt, mache ich das einfach fast nie. Also ich weiß, dass das überall steht, so, aber ich hatte noch nie Probleme, glaube ich, damit. Also ich als gar kein Kocherfahrungsmensch würde sagen, das ist wichtig, um abzuschätzen, ob etwas durch ist, wie jetzt bei dem Backen oder so. Kannst du das ja aber abschätzen, wenn der schon vorgeheizt ist. Ich rieche das ja immer, ob die Sachen durch sind oder gut gewürzt. Okay. Ich rieche das direkt. So Leute, ich bereite jetzt hier die Burger weiter vor. Wir brauchen, das sind 4, das heißt auf jeden kommt eine Scheibe. Brauchen wir 8 Scheiben Käse. 4, das ist für die zweite Pfanne. So, in dem hier braten wir jetzt gleich die Brötchen ein bisschen an. Ich mag das immer, wenn man da noch so ein bisschen Öl mit reinmacht. Und die wird übertrieben hardcore heiß. Ich sage es euch. Die Wokpfanne. Ja, die Wokpfanne ist krass. Dann brauchen wir für die Cheeseburger den Käse natürlich obendrauf. Die sind richtig geil, weil die einfach viel schneller schmelzen. Das heißt, ihr braucht da keine Angst haben, dass die Burger verkohlen. Wobei der jetzt hier gleich gerade wieder auf A ist. Das heißt, der ist übelst am brutal Gas geben. Ja, richtig knusprig ist es noch nicht, aber wir wollen ja auch nicht übertreiben. Richtig fluffig sehen die aus. Oh, verdammt, Alter, jetzt wird es aber hier eine knappe Nummer. Jetzt gibt es hier Action, ich sage es euch, weil wir müssen jetzt auch noch gleich die Soße vorbereiten. So Freunde, jetzt parallel hier machen wir die Soße fertig. Das Ding ist, ich weiß nicht mehr 100%, wie viel Esslöffel dies, wie viel Esslöffel das. Das bedeutet, wir machen das Ganze ein bisschen nach Gefühl jetzt. Ich habe auch nicht exakt die Soßen bekommen, die Fitness-Oscar die hatte. Die passende Mayo, die passende Ketchup, den passenden Senf, die passende Chili-Soße. Keine Ahnung. Aber wir machen das einfach nach Gefühl. Und bisher hat sowas Essen machen nach Gefühl bei mir eigentlich immer ganz gut funktioniert. Deswegen bleiben wir einfach dabei. So, wir starten mal mit der Mayo, weil von den Sachen, die hier stehen, feiere ich Mayo am meisten. Oh, richtig schön fettig hier. Ja, wir brauchen ja noch Soße für die Sachen, die im Ofen sind. Ketchup. Burgerbrötchen. Nicht mehr viele. Haben wir gleich auch fertig hier. Den Senf als letztes. Chili-Soße. Ups. Salz, Pfeffer. Verdammt, ich glaube, er hat das gar nicht da reingetan, die Soße. Sollen wir gleich mal gleich checken, wie die Konsistenz ist. So. Drück mir die Daumen. Oh. Gar nicht schlecht, der günstige. Der günstige Senf. Von Lidl. Lidl lohnt sich. Übrigens alles unbezahlte Werbung. Ich habe keine Kooperation mit sonst mit irgendwas hier. Auch keine Kooperation mit Fitness-Oscar. Ah? Farblich, muss ich sagen, ist das nah dran. So, jetzt richten wir die Burger so langsam an. Die Frau hat gesagt, sie will nicht so viel Soße. Die Soße ist immer das Fettigste. Ja. Sie hat immer Angst irgendwie vor Fett. Also noch ist gleich viel. Du kannst ja, wenn du willst, nur eine Schicht Soße nehmen. Mhm. Richtig an Fleisch. Natürlich sind die Burger nicht ganz vegan, ne? Weil wir haben ja Käse und Soßen und dies und das. Aber der Patty ist vegan. Dass es da keinen Hate gibt, ist mir schon bewusst, dass das nicht komplett
gar nichts. Bei uns ist halt ein Problem, und zwar der Käse ist nicht so krass geil geschmolzen. Ich glaube einfach, weil unsere Patties einfach nicht mehr so krass heiß waren jetzt. Diese Brioche-Burgerbrötchen sind einfach die geilsten, oder? Ja, jetzt müssen wir die Beilage irgendwie da rausräumen noch, ne? Das wird auch eine kleine Challenge sein. Aber wir können die alten Teller benutzen. Und dann sehen wir uns gleich zum Geschmackstest. Yo, Leute, jetzt ist Testen angesagt. Guckt euch diesen Berg an, an Pommes. Oh mein Gott. Ich bin sehr gespannt. Burger. Burger. Mm. Okay, ich bin echt gespannt, ob der Burger jetzt unser Leben verändert. Ich hoffe, es ist noch alles warm. Boah, die Brötchen. Die Brötchen, halt next level, ne? Die sind ein bisschen wie Milchbrötchen tatsächlich, finde ich. Aber nicht so richtig süß. Mm. Hast du sehr geil gemacht. Jetzt probiere ich mal hier die anderen Zutaten noch. Mm. Also für selbstgemachte Burger zu Hause, der ist halt schon richtig geil. Er verändert aber nicht mein Leben. So geil ist er nämlich nicht. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Fitness Oscar, wenn du das siehst, schreib mal in die Kommentare, ob ich was falsch gemacht habe. Außer, dass die Patties vegan sind. Mm. Ja. Probiert selber aus. Ich probiere jetzt mal hier diese mit Frischkäse gefüllten Dinger noch. Also die Zwiebelringe finde ich sehr geil, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde noch Jalapenos reinpacken. Nochmal eine extra Scheibe Käse. Drei Scheiben Käse. Ja, oder so mit Käse noch mit in die Soße. Aber sind schon sehr saftig, sehr geil. Ja. Ich glaube, ich würde noch mehr Fleisch nehmen nächstes Mal. Also Patty. Wirklich zwei fette Patties drauf, so. Hast du noch mehr Fleisch? Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euer Favorit-Burger ist. Gerne auch für anderen YouTubern, dann mache ich den ganzen mal nach und teste das mal und sag euch, wie ich das so finde. Wir essen nämlich sehr gerne Burger. Meistens ich bin so Burger-Freak mittlerweile. Yes, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.